Okay, cool. Wir haben euch heute Apache Kafka mitgebracht, so ein bisschen irgendwie wollen wir euch erzählen, was wir so in der letzten Zeit, in den letzten 3 Jahren irgendwie an Apache Kafka irgendwie kennengelernt haben und was so die Problempunkte sind. Genau, das sind wir. Mein Name ist Holger Adam, ich bin Software Engineer bei Rewe Digital, aktuell im Big Data Bereich, im Bereich Plattform Engineering. Also tatsächlich auch intensiv mit Kafka beschäftigt, bin jetzt seit 2 Jahren bei der Rewe Digital und treibe mich hauptsächlich mit Node.js, TypeScript und ein bisschen Scala rum und mit der Google Cloud. Genau, ich bin Andreas Kluth, ich bin auch Softwareentwickler bei der Rewe Digital, mache so das meiste auf der JVM, also irgendwie Kotlin, Java, ein bisschen Scala, aber nicht so viel. Und genau, betreibt noch irgendwie Bonn Agile mit, also falls jemand das kennt, in Bonn gibt es so eine kleine Softwareentwickler-Community und das mache ich jetzt irgendwie 5 Jahre oder sowas mit als Co-Organisator. Genau, wir haben euch ein bisschen was mitgebracht und zwar ein paar Brezeln und ein paar Snickers, das heißt, wenn ihr irgendwie eine coole Frage habt oder eine coole Antwort, dann gibt es Frühstück. Genau. Und dann gesund. Steigen wir eigentlich auch in die Agenda ein. Gesund oder Brezel. Genau, gesund oder Brezel. Genau, die Agenda. Wir fangen an mit einer kleinen Einführung zu Kafka. Die wird sehr kurz. Also für die Leute, die Kafka vielleicht noch nicht benutzt haben. Es gibt wohl morgen noch einen Talk mit einer etwas umfangreicheren Kafka-Einführung. Wir gehen ein bisschen schneller durch. Wir erklären euch kurz, wozu wir bei Rewe Digital Kafka nutzen. Dazu kommen dann die eigentlichen Themen, die Lessons. Der erste Block ist über die Konfiguration und den Broker. Das ist mein Teil. Der zweite Teil geht so ein bisschen in Consumer und Producer vom Andreas. Ja, ja, mache ich. Okay, okay. So. Okay, warte. Ich hoffe, der Bart raschelt nicht. Jetzt haben wir einen schönen. Okay. Ich darf nicht zu nah. Okay, cool. Noch ein kleines bisschen runter muss das gleich. Okay, okay. So. So gut? Ja. Alles okay? Zu laut, zu leise? Jetzt besser. Okay. Der zweite Teil, die Java API, die macht dann Andreas, über die Consumer und Producer. Da gibt es auch so einige Überraschungen. Und am Ende für die umfangreicheren Fragen haben wir noch einen Q&A-Teil. Sonst, wenn ihr Fragen zu den Slides habt, die wir schnell beantworten können, einfach immer melden und dann versuchen wir euch dazu helfen. Genau. Lass uns irgendwie erstmal einsteigen und irgendwie gucken, was Kafka ist. Kafka kann man sich halt so als, also das Marketing-Buzzword, was irgendwie auf der Seite ganz groß draufsteht, ist, hey, das ist eine verteilte Streaming-Plattform. Das sagt mir relativ wenig, also ich kann damit nichts anfangen und ist halt auch eigentlich, naja, sagen wir mal Quatsch. Kafka ist im Endeffekt nicht mehr als irgendwie ein persistentes Log. Das heißt, ihr könnt da irgendwie Daten hinten dran schreiben. Es gibt da halt ein Stück Server-Software, da könnt ihr Nachrichten hinschicken, die werden auf Platte geschrieben. Und auf der anderen Seite kann irgendjemand sagen, gib mir doch mal bitte alle Nachrichten, die du halt irgendwie auf Platte geschrieben hast. Halt ein persistentes Log, so eine Art Write-Ahead-Log, was man irgendwie vom Postgres kennt. Man kann in Kafka nicht irgendwie einzelne Nachrichten löschen oder wahlfrei irgendwie auf die Daten zugreifen, irgendwie Queries dagegen machen oder sowas, sondern halt nur linear irgendwie darüber lesen und halt Daten, die einmal irgendwie draufgeschrieben sind, bekommt man nicht so schnell da wieder runter. Das ist halt auf der einen Seite irgendwie ein Nachteil, auf der anderen Seite halt ein schönes Property. Und das unterscheidet das eigentlich sehr, sehr krass irgendwie von herkömmlichen Messaging-System, wo man halt eine Nachricht draufschmeißt. Die ist halt nicht persistent, sobald man die konsumiert, ist die halt weg. Das ist bei Kafka halt nicht so. Die Architektur von Kafka ist dann auch relativ einfach, also das ist jetzt nicht so sophisticated wie AMQP oder sowas, dass da verschiedene Layer von irgendwie Queues sind und die können auch untereinander irgendwie Routing machen oder sowas, sondern es gibt so das Konzept von vom Topic, das kann man sich so wie eine Tabelle oder einen Container vorstellen, da kann man halt Nachrichten reinschmeißen. Nachrichten haben halt nichts anderes als ein Key und ein Value, das heißt, da könnt ihr
beliebige Binärdaten reinpusten, sei es irgendwie JSON oder irgendwas, JSONB oder irgendein anderes Binärformat, was ihr halt lieber mögt. Wir haben uns irgendwie bei der Rewe für JSON entschieden. Die ganzen Topics sind in Partitionen unterteilt. Das ist halt nichts anderes als Sharding von der Datenbank. Also ich habe irgendwie einen Key, nach dem kann ich irgendwie partitionieren. Und dann lasse ich dann irgendwie einen Algorithmus drauflaufen, der das Topic weiß halt, aus wie vielen Partitionen es besteht. Und dann kann irgendwie basierend auf den Schlüsseln irgendwie der Producer, also derjenige, der die Nachrichten schickt, entscheiden, auf welche Partition das dann darauf kommt. So, das Ganze ist im Hintergrund noch repliziert, das ist vielleicht eine wichtige Information. Das heißt, um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten, haben die Kafka-Jungs sich gedacht, es ist halt eine coole Idee, irgendwie das auf mehrere Server irgendwie zu verteilen und dann halt eine Nachricht nicht nur auf einem Server rumliegen zu haben, sondern die halt einfach zu kopieren auf mehrere Server. Jetzt haben wir irgendwie Topic, Partition und man muss sich irgendwie noch so eine dritte Dimension dahinter vorstellen, halt hier Replikation von den Partitionen. Worüber wir noch kurz irgendwie sprechen sollten, sind Consumer und Producer. Viel Logik liegt halt bei normalen Message-Systemen halt in dem Message-Bus selber. Also wenn man so einen IBM MQ nimmt oder einen Active MQ oder sowas, liegt halt ganz viel irgendwie in dem Broker selber, während hier halt die ganze Logik in den Producern und den Consumern von euch implementiert werden muss. Das heißt, so irgendwie was wie irgendwelche Semantiken kennt er halt nicht. Consumer ist halt die Seite, die irgendwie die Nachrichten abholt, Producer halt irgendwie die ablädt. Jetzt schauen wir uns mal irgendwie so eine Partition im Detail an. Die Slide findet man halt irgendwie zu tausenden im Netz, beschreibt das aber ganz gut. Das ist halt dieser Stream von Nachrichten, den ich irgendwie erzählt habe, oder das Log von Nachrichten. Das heißt, da kann oben ein Producer irgendwie dran draufschreiben und auf der anderen Seite können halt irgendwie Consumer die Daten runterpollen. Das ist ja auch wieder irgendwie konträr zu anderen Messaging-Systemen, weil es eher ein Push ist. Da pusht jemand die Nachricht in euer System und ihr müsst halt pollen und sagen, okay, warte mal eine Sekunde und dann poll mal nochmal und dann bekommt ihr halt die Nachrichten. Zusätzlich müsst ihr euch noch um die Offsets kümmern. Das heißt, normalerweise bekommt ihr immer alle Daten von Kafka. Die bekommt ihr sehr schnell, also mit der vollen Leistung der Festplatte. Das kann halt bei einer SSD schon mal irgendwie die Netzwerkkarte irgendwie voll auslasten. Oder wird höchstwahrscheinlich die Netzwerkkarte voll auslasten, weil ihr bekommt das halt auch von jeder Partition. Also die Partitionen werden dann halt auf verschiedene Server verteilt und dann kommen irgendwie 5 Server auf euch zu. Und die schicken euch mit jeweils irgendwie 90 Megabyte an Daten irgendwie zu und eure arme Java-Anwendung muss dann damit klarkommen. Genau, das heißt, ihr managt mal halt selber, wo irgendwie ihr gerade beim Lesen seid. Das heißt, das ist halt kein Automatismus, der halt sagt, okay, das sind irgendwie jetzt die aktuellen Nachrichten, sondern ihr müsst euch merken, hey, ich habe schon 500 Nachrichten gelesen und jetzt muss ich irgendwie die 600. lesen. Und das ist irgendwie der Keypoint, das heißt irgendwie auf den Marketing-Slides von Kafka steht halt, wir können halt alles, wir können halt so Semantiken abbilden wie at most once, das heißt irgendwie, vielleicht kommt irgendwie eine Nachricht an, at least once, es kommt halt mindestens einmal die Nachricht an, es kann die aber halt auch mehrmals ankommen, das ist relativ gut noch zu realisieren. Kafka sagt aber halt auch, dass die exactly once können. Da gibt es halt irgendwie andere Meinungen zu im Internet. Also wenn man, ich glaube, Kyle Kingsbury sagt, nö, können die auf jeden Fall nicht. Der nimmt halt relativ viele Datenbanken auseinander. Genau. Die sagen halt, sie garantieren die Reihenfolge der Nachrichten beim Lesen. Das ist halt ein ganz cooles Property. Das heißt, wenn man irgendwie pro Partition, sagen die halt, die Nachrichten, die du mir gibst, die kann ich dir auch genauso wiedergeben in der Reihenfolge. Irgendwie für Postgres oder sowas, klar, da würde man gar nicht drüber nachdenken, aber für Kafka durch die Verteiltheit ist das halt ein ganz, und die Eventual Consistency ist halt ein ganz nettes Property. Und sie garantieren,
dass wenn du was geschrieben hast, dann ist das auch irgendwann persistiert. Vorausgesetzt, man schaltet das an, das muss man halt noch dazu sagen. Und skaliert dann halt horizontal und kann halt extrem schnell. Also hört sich vielleicht ein bisschen irgendwie negativ an, aber wir sind halt total zufrieden mit, was Kafka macht und vor allen Dingen mit der Performance. Genau. Der Keypoint ist halt, man muss wissen, was man tut, und das ist nicht ganz so einfach. Wie benutzen wir Kafka? Wer hat hier Microservices in Produktion? Wie kommunizieren die so? Kafka, hervorragend. Und RabbitMQ, okay. Wir bei Rewe Digital haben das auch. Wir haben sehr früh auf Microservices gesetzt. Und zwar nicht nur mit dem Ziel, die Software möglichst gut aufteilen und skalieren zu können, sondern auch damit die Teams möglichst gut autonom arbeiten zu lassen. Sodass jedes Team tatsächlich auch so weit geht, dass es ein Kafka-Topic selber anlegen und konfigurieren muss und da im Prinzip auch zu verantwortlich ist, das zu betreiben. Und wir nutzen Kafka-Topics auf zwei Arten. Wir haben hier so einen Customer Service, der merkt sich einen Kunden und hat auch eine eigene Datenhaltung. Sagen wir mal, das ist eine Postgres. Wir haben also nicht Kafka als primäre Datenhaltung, aber wir haben Kafka als Kommunikationsmedium. Und der sagt halt, hier sind Kunden und publiziert die auf so einem Topic, hat hier verschiedene Entitäten, schön mit Keys. Und ab da ist es ihm egal, denn hier können dann beliebig viele Services dranhängen, die können auch mehr werden oder weniger und konsumieren dieses Topic. Was wir dadurch erreichen ist, dass wir nur noch auf Kafka uns verlassen müssen und der Customer Service nicht Dinge an Services direkt schicken muss oder ein Billing Service muss nicht per REST anfragen und darauf hoffen, dass der Customer Service gerade kein Deployment durchmacht oder sowas. Das Coole ist halt, die einzelnen Services können halt alle down gehen, das ist uns halt relativ egal. Also der Customer Service kann halt irgendwie nicht verfügbar sein. Trotzdem können die Services halt alle mit ihrer lokalen Datenhaltung halt weiterarbeiten. Auch unser Kafka-Cluster kann halt irgendwie weggehen. Das ist halt auch nicht schlimm. Die Producer, also der Customer Service, wird irgendwann die Nachrichten nachschicken und der Login-Service die irgendwann konsumieren. Beim Login-Service vielleicht blöd, aber beispielsweise unser Order-Management ist halt nicht so schlimm, irgendwie, wenn mal irgendwie 5 Minuten keine Orders durchgehen. Weil wir prozessieren die halt nach. Ne? Also dann kommt halt die Mail, danke für Ihre Order halt irgendwie später. Wir sagen dem Kunden halt auf der Confirmation-Seite halt hier, alles ist erstmal cool. Und irgendwann, wenn dann im Nachhinein irgendwas schief läuft, schicken wir halt eine Mail hinterher und sagen, oh, tut uns leid, aus irgendwelchen Gründen können wir deine Order nicht prozessieren. Was halt total selten vorkommt. Also genau. In dem Fall wollen wir halt auf dem Topic aber auch alle Kunden behalten. Es wäre halt irgendwie ungünstig, wenn wir die Kunden von 2017 vergessen, wenn wir 2018 haben. Der zweite Fall, da ist es ein bisschen anders. Das sind die bekannten Access Logs oder Clickstreams, so was man halt so hat. Wir haben zum Beispiel ein API Gateway und das loggt einfach die Ressourcen-Requests, wenn wir es nachher analysieren lassen wollen oder so. Das ist halt ein kontinuierlicher Stream von Events und dann haben wir da Stream-Prozessoren dranhängen, die das quasi live machen. Hier ist der Fall anders, das ist eine größere Datenmenge als zum Beispiel Kunden. Auch wenn wir sehr viele Kunden gerne hätten, aber wir werden niemals die Größe von so einem Clickstream erreichen. Deswegen ist hier ein Zeitfenster drauf definiert, sodass wir den letzten Tag, die letzte Woche vielleicht behalten nur. Trotzdem das gleiche Prinzip mit der Kommunikation, nur das Topic ist dann anders konfiguriert. Das ist so ungefähr die Topologie von Rewe Digital. Wir haben angefangen hier mit dem E-Com-Bereich. Schon mal jemand beim Rewe Lieferservice bestellt? Dann wirst du wahrscheinlich dich hier irgendwo drin befinden. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein Snickers wert, oder? Ja, es sind glaube ich, mehrere Snickers. Oder möchte jemand Brezeln? Brezeln? Ich verteile mal Brezeln. Okay. Ja, klar. Das ist alles für den Kunden. Ich habe leider sogar mich Brezel bekommen, wer die Hand gehoben hat. Ich glaube, du warst das. Kein Problem. Und, genau. Während der Andreas noch die Brezeln verteilt, hier haben wir angefangen, das ist noch auch bei einem Hosting-Provider, auch mit Microservices und einem Kafka-Cluster. Mittlerweile machen wir einen Umzug in die Google Cloud, deswegen gibt es hier so zwei schöne farbige Wolken. Es gibt den Fulfillment-Bereich, also wenn ihr durch den Shop durch seid und dann auch auf euer Essen wartet, muss das auch irgendjemand in den LKW packen.
und losfahren und es muss eine Rechnung geben und es muss auch irgendwie bezahlt werden. Ich glaube, hier war noch irgendwo im Fulfillment-Bereich, der hat sein eigenes Kafka-Cluster und das hier ist so meine Spielwiese, der Big-Data-Bereich. Hier werden wir hauptsächlich uns mit Personalisierung beschäftigen und die Sachen, die so an Daten anfallen, analysieren, auch mit einem eigenen Kafka-Cluster und die reden halt ganz normal mit dem Mirror Maker miteinander. Wir haben also hier auch eine einfache Replikation der Daten über verschiedene Cluster mit dem Kafka-Mechanismus. So, dann kommen wir auch zu den Lessons Learned. Ich hatte vorhin erwähnt, Autonomie heißt auch, dass die Entwickler oder die Teams ihre Kafka-Topics selber anlegen müssen und verwalten müssen. Hat das schon mal jemand gemacht? Sehr gut. War Spaß? Erstmal nicht, okay. Ja, wie man das halt so macht, man macht das nicht täglich, denn so viele Kafka-Topics gibt es dann doch nicht. Und ein gutes Pferd springt halt nur so hoch, wie es muss. Also sucht man sich wahrscheinlich den Pfad des geringsten Widerstandes und versucht halt, ein Kafka-Topic so schnell anzulegen, dass man mit den Story-Points noch durchkommt, mit dem Rest der Story. Was man oft hört, ist sowas wie, der Admin sagt, mein Topic wird immer größer, aber ich habe doch Compaction eingestellt. Das ist halt so ein zwiespältige Sache. Compaction heißt halt nur, alte Versionen eines Keys werden aufgeräumt. Und wenn die Keys immer mehr werden, wird das Topic natürlich immer größer. Ganz im Gegensatz zu Delete, da kann man halt einstellen, wie lange oder wie groß Sachen, wie alt oder wie groß Sachen werden dürfen. Das ist so der erste wichtige Konfigurationswert, den man kennen muss. Und das begegnet einem immer wieder, dass die verwechselt werden. Es gibt eine Cleanup Policy, Delete oder Compact. Die läuft auf einem Topic und sagt Kafka, wie soll dieses Topic sauber gehalten werden. Bei Compact, der Andreas sagte es, die Messages werden auf die Partition verteilt mit einem Key, wird geguckt, welche Version des Keys die letzte ist und alle vorherigen können dann weggeschmissen werden. Bei Delete dagegen können wir sagen, das Topic darf nur x Bytes oder x Millisekunden groß werden. Dann geht Kafka radikal hin und sagt, das ist älter als ein Tag. Du hast gesagt, mehr als ein Tag brauchst du nicht. Alles andere verschwindet. Freut den Admin, aber vielleicht nicht den, der die Sachen noch braucht. Wie sieht denn so eine Partition eigentlich aus? Das ist halt auch relativ unbekannt, ist aber durchaus wichtig, denn da oben gibt es die Konfigurationswerte Segment Milliseconds und Segment Bytes. Und hier betrachten wir jetzt einfach mal eine Partition von einem Topic. Denn die unterteilt sich, die ist kein riesiger Binärblob oder liegt immer komplett in Memory, sondern die unterteilt sich in einen Head und den Tail, das ist der ganze Rest. Und die einzelnen Elemente sind die Segmente. Die kann man konfigurieren und die sind auch abhängig davon, was ihr einstellt und ein bisschen so auch abhängig davon, was an Daten reinkommt. Da muss man sich am besten ein bisschen hinsetzen, rechnen, überlegen, wie viel kommt da so rein, wie viele File-Handles habe ich, auch ein bisschen das Monitoren und dann stellt man das dort ein. Der Head ist das aktive Segment, das liegt immer in Memory und ist von den beiden Cleanup-Policies nicht betroffen. Das heißt, wenn hier Nachrichten drin liegen, dann werden die nicht gelöscht und die werden auch nicht kompaktiert. Ganz im Gegensatz zum Tail, denn hier passiert gleich die ganze Magie. Und das hier sind dann die einzelnen Segmente. Wenn wir uns das so bei einer Delete-Cleanup-Policy angucken, dann ist der wichtige Wert Retention Milliseconds. Ich habe schon relativ häufig gesehen, dass jemand gesagt hat, ja, ich habe ja Compaction und meine Retention Milliseconds sind eingestellt, aber irgendwie funktioniert es nicht. Das ist halt der Grund. Retention Milliseconds funktioniert nur bei Cleanup Policy Delete. Denn das ist die Zeit, die ein Segment alt werden darf, bevor es gelöscht wird. Und zwar nicht von der ersten Nachricht in dem Segment, sondern von der letzten. Und Kafka geht tatsächlich an den Last Modified Timestamp und vergleicht den mit den Retentions und der aktuellen Zeit und schmeißt dann hinten weg. Das Ganze kann man auch mit Bytes machen, wenn man lieber mit Festplattengröße rechnet. Man kann es auch mit beidem machen, dann wird das gelöscht, wo der Wert zuerst erreicht ist. Dann ist man eigentlich auf Nummer sicher. Bei Compaction funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Wir haben hier so einen schon kompaktierten Teil, da war Kafka schon mal drüber und hat gesagt, okay, von Entität C, da gab es schon vier Versionen, aber ich will nur noch die fünfte behalten, damit es ein bisschen aufgeräumter ist. Und Kafka muss jetzt entscheiden, wann räume ich denn eigentlich hier den Teil auf, wo schon wieder Nachrichten in den Tail gekommen sind. Und da geht ein Thread drüber und nimmt sich die Min-Cleanable-Dirty-Ratio, klingt richtig gut, das ist tatsächlich das Verhältnis von kompletten Segmenten in dieser Partition für dieses Topic
im Verhältnis zu den bereits aufgeräumten. Die ist standardmäßig auf 50%. Also wenn ihr irgendwie 100 Keys da reinschmeißt und wundert euch, dass nach 30 nicht aufgeräumt wird, dann ist das Topic halt noch nicht schmutzig genug. Die kann man auch konfigurieren. Das ist ein Wert zwischen 0 und 1, eine Prozentzahl. Und hier wäre das halt jetzt schon drüber. Hier haben wir gut die Hälfte schmutzig und Kafka räumt dann auf. Und im Endeffekt habt ihr nachher ein sehr kleines Topic. Das sind so ungefähr die wichtigsten Dinge. Es gibt, wie bei Kafka, hat jemand schon mal die Kafka-Doku gelesen? Kann alle, kann alle Konfigurationswerte auswendig? Nein, auch nicht. Ich weiß auch nicht alle. Und man findet immer einen, der dann doch noch so ein bisschen was ändert. Es gibt über 100, glaube ich, allein für den Broker. Also irgendwie muss ich die Schulung ja auch rechtfertigen. Ja, genau. Genau. Aber so im Prinzip sind das so die wichtigen Dinge. Retention nur bei Delete. Compact funktioniert so, alles passiert nur im Tail. Wenn ihr in Memory seid, im ersten Segment, dessen Größe ihr selber bestimmen könnt, dann passiert nichts. Das heißt für unsere Teams, jeder muss wissen, was er tut. Und es reicht halt nicht zu sagen, hast du das schon mal gemacht, kopiere ich mir einfach, sondern lieber selber nachlesen. Ne? Hier die ganzen Begriffe, alles nicht so gut. Es gibt hier so ein kostenloses E-Book von Confluent, die mittlerweile eine eigene Firma sind, die Kafka gebaut haben. Das kann ich eben nur empfehlen, das findet man sofort bei Google, das ist kostenlos, da ist alles erklärt, auch wenn das ein bisschen altert mit den Kafka-Versionen. Aber die Grundprinzipien stehen drin und da kann man immer nachschlagen. Ansonsten bietet sich an, startet einen lokalen Kafka. Im Docker-Hub liegt, glaube ich, der von Wurstmeister mit einem Zookeeper dran. Einfach starten, ein bisschen rumspielen, muss ja nicht 3 Monate Retention einstellen, man kann es ja auch mit 3 Minuten testen, aber dann wisst ihr ungefähr, was passiert. Ansonsten halt lesen, lesen, lesen. Doku bietet sich an. Beispiele, sagt der Andreas nachher noch was zu. Ja, genau. Die Konfigurationsparameter sind gut erklärt. Wir schauen uns auch mal an, warum dann Compaction vielleicht manchmal nicht so gut ist, wenn man die Reihenfolge nicht sicherstellen kann, weil Kafka kennt halt nur die Keys und keine Versionen oder sowas. Genau, das sehen wir gleich. So, dann haben wir das Problem, jetzt wissen wir ungefähr, wie wir konfigurieren müssen. Und dann stehe ich jetzt im Büro, habe mir alles schön durchgelesen und dann kommt der Andreas und sagt, ja, ich brauche jetzt ein Topic. Mach mal. Gut, wie lange soll es denn halten? 2 Wochen, sagt der Andreas, sag ich, okay, kein Problem. Weißt du auch ungefähr, wie groß die Segmente sein sollen? Ja, ja, genau, die sollen irgendwie so 10 Stunden sein oder 500 Megabyte. Sag ich, ah, cool, dann habe ich alles, was ich brauche. Wenigstens komme ich zu dir und leg's nicht direkt selber an. Ja, hättest du auch selber probieren können. Hätten wir auch zusammen machen können oder Code Review. Jedenfalls weiß ich, ich benutze Kafka Topics, die Konsolenkonfiguration und habe mir das schon ungefähr zusammengebaut. Ich erzeuge mir ein Topic namens Frostcon. Ich sage, das soll gelöscht werden, weil Andreas gesagt hat, die Daten ist halt ein Clickstream, wo nicht so viel passiert. Das heißt, ich brauche die Retention Milliseconds, ich brauche die Segment Milliseconds und die Segment Bytes, je nachdem, was größer sein soll. Und dann fange ich halt an zu rechnen und ich denke halt, oh, Milliseconds, ja, super cool. Also erstmal schön alles mal 1000, dann mal Minuten, dann mal Stunden, dann 24 Stunden, dann bin ich schon bei Tagen und dann bin ich noch bei 14 Tagen und dann ist der Andreas glücklich. Und die Zahl, die ist halt so eine und ich mach die DSGVO schöne Taschenrechner-Rauskopierzahl. Bitte was? Ich mache die DSGVO dann glücklich. Nee, genau, DSGVO. Nach 2 Wochen ist alles weg, super. Wer hatte Spaß mit der DSGVO? Erstaunlich wenige. 10 Stunden, hast du gesagt, sollen die Segmente maximal alt werden. Also einmal der gleiche Rechenspaß. Wir nehmen es wieder mal Sekunden, Millisekunden, Minuten und dann mal 10 Stunden. Und das Ganze nochmal rechnen. Taschenrechner glüht. 500 Megabyte hat der Andreas gesagt, aber ich mag halt 1024er lieber, deswegen nehme ich Migibyte. Ich glaube, so heißen sie. Nehme das Ganze mal 512 und dann habe ich den Wert. Und das ist dann mein Aufruf, um das Topic zu konfigurieren. Jetzt mache ich das natürlich nicht unbedingt immer manuell, sondern es liegt dann irgendwo in einem Config-File, falls der Broker mal weg ist oder wir das neu aufsetzen müssen. Und so kommt das dann, dass dann irgendwie nächste Woche ein anderer Kollege kommt und sagt, oh cool, ja, so ein Topic brauche ich auch, aber ich brauche irgendwie nur 100 Megabyte Segmente. Der geht dann halt hin, sucht sich das raus und sieht, oh, 500 Megabyte ungefähr, dann teile ich das einfach durch 5, hat er den Wert, kopiert sich das raus und irgendwann landet man bei so einem File. So. Und wenn dann jetzt jemand zu euch kommt und sagt, hey, ich brauche ein Topic, das irgendwie nach 7 Tagen gelöscht wird und irgendwie nur 24 Stunden Segmente hat, dann denkt ihr euch, ja cool, da steht's ja. Dann kopiere ich das einfach, trage da meinen Namen ein und so. Ja, das ist halt nicht so cool, weil ich habe hier eine 0 vergessen und meine Daten sind irgendwie nach 1,5 Tagen weg. Ja, blöd, ne? Sorry. Ja, nicht so schlimm. Können wir ja neu konfigurieren, weiß halt nur der Kollege von nächster Woche nicht mehr.
Deswegen ist sowas brandgefährlich, weil diese Zahlen kann kein Mensch mehr lesen. Die vielleicht noch, weil sie als Default-Wert drin steht und irgendwie eine Woche ist. Trotzdem muss man halt sagen, es ist nicht die schönste Konfigurationsart, das in Milliseconds nur konfigurieren zu können. Auf dem Broker kann man tatsächlich auch mal Werte finden, wo Minutes und Hours hinten dran steht, dankenswerterweise nur für die Retention. Also Segmente kann man nicht anders konfigurieren als mit Milliseconds und Bytes. Einzelne Bytes, ja. Ja. So, bei Gigabyte kommt man dann. Genau. Eine nette Anekdote gibt es da auch. Genau, da gibt es auch eine Anekdote. Ich habe mal versucht, große Segmente anzulegen, größer als 2 Gigabyte. Irgendwann kann der Int nicht mehr parsen. Das könnte man ändern. Ja, ist vielleicht auch nicht die beste Idee, da so einen Int-Parser an so einen Millisecond-Wert zu klemmen, wenn man so ein skalierbares System hat. Aber gut. Genau, tut euch einen Gefallen. Genau. Tut euch einen Gefallen, sucht euch irgendwie einen kleinsten gemeinsamen Nenner für möglichst viele Topics, konfiguriert den Broker so, dass der einen Standardwert hat. Es muss halt nicht immer jedes Topic super individuell konfiguriert sein. Es ist kein Porsche, den ihr konfiguriert. Da reicht auch 100 Megabyte für 5 Topics, die sonst irgendwie 75 und 125 hätten. Davon stirbt erstmal auch keiner. Topics können neu konfiguriert werden. Das ist keine ganz einfache Sache, vor allen Dingen nicht, wenn man Repartitioning macht. Ich hatte vorhin gesagt, die Retention geht auf den Last Modified Timestamp von den Segmenten. Bei einer Repartition werden da auch Sachen verschoben und dann muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich noch eine bessere Variante, als den hier zu machen. Wir können ja einfach den Computer rechnen lassen. Wenn wir sowieso schon so autonom sind, dass wir uns die Topics anlegen lassen, dann erzeugen wir uns einfach ein paar Konstanten und legen das Topic im Code an. Und das ist tatsächlich auch was ich lesen kann und wo ich auch sehen kann, oh, 2 Tage. Ja, das kommt hin. Kann man bestimmt auch in Bash auf der Shell machen. Kann man bestimmt auch in Bash auf der Shell machen. Jetzt haben wir hier ein Java-Beispiel. Auf jeden Fall diesen Zahlenwust möglichst vermeiden. Ja, dann kommen wir zum Consumer-Teil. Ja, also wir gehen jetzt ein bisschen auf die Java-API ein. Wir haben halt festgestellt, irgendwie, als wir irgendwie vor 4 Jahren etwa irgendwie mit Kafka angefangen haben, da gab es noch irgendwie den Simple Consumer und irgendwie die Advanced API, also irgendwie 2 APIs, während die eine in Scala geschrieben ist, war und halt irgendwie mit Java nicht so einfach zu benutzen war und die Simple API eigentlich kaputt war, aber halt gut für Demos. Hat irgendwann haben die Entwickler irgendwie eine nettere API entwickelt und die beide bestehenden halt ersetzt haben. Und keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie meinen Sprint gestartet, als Requirement haben wir irgendwie bekommen, hey, publish doch irgendwie mal alle, konsumiert doch alle mal alle Änderungen im Warenkorb. Was mache ich? Guck irgendwie auf Stack Overflow oder in die Java-Doc, wobei die Java-Doc schon wesentlich besser ist, was man so auf Stack Overflow liest. Was? Das finde ich immer super Sachen. Ja, ich auch. Ich kopiere die auch immer nur. Ja, ich auch. Das funktioniert danach manchmal. Samples sind jetzt in Kotlin, weil irgendwie dann passt mehr auf die Folie. Genau, wie funktioniert das im Consumer? Ich sage dem halt einfach hier, es ist irgendwie ein Bootstrap-Server. Normalerweise gibt man halt eine Liste von IPs an. Irgendwie, man sollte halt möglichst irgendwie alle Nodes im Cluster irgendwie drin haben. Der guckt, fragt dann halt den Zookeeper hier, was ist denn irgendwie jetzt gerade irgendwie, wie ist das Cluster konfiguriert und würde sich die anderen IPs halt auch ziehen. Aber besser ist irgendwie einen großen Seed zu haben. Ich gebe dem noch eine Consumer Group, da sind wir noch nicht so drauf eingegangen. Im Endeffekt kann ich halt irgendwie Consumer halt zusammenfassen, sodass ich halt mit mehreren Threads irgendwie konsumieren kann und damit nicht irgendwie die Nachrichten mehrfach irgendwie ausgespielt werden, gibt es halt dieses Konzept von Consumer Gruppen und da ist noch so eine lustige, wir sagen mal, eine lustige Limitierung mit drin, weil ich kann halt maximal so viele Consumer haben, wie ich Partitionen habe, weil es immer eine 1-zu-1-Beziehung. Das heißt, wir haben halt irgendwie mit 3 Partitionen irgendwie angefangen und haben dann festgestellt, oh Mist, mit mehr als 3 Threads können wir irgendwie nicht konsumieren, haben dann irgendwie 30 als Default, glaube ich, eingestellt danach. Und dann
kamen irgendwie Leute auf die Idee, 1000 zu nehmen und das hat nicht so gut geendet. Genauso irgendwie 10 bis 30 oder sowas, ein guter Wert irgendwie für die Anzahl von Partitionen. Okay, ich habe noch irgendwie eine Möglichkeit irgendwie zu customizen, wie ich irgendwie Keys und Values irgendwie serialisiere. Das Einfachste ist halt irgendwie so ein String-Serializer und Deserializer, puste ich dann Key rein, das kann halt ein JSON-Objekt sein oder halt einfach nur ein String und das Gleiche halt in grün für den Value. Sag dem Consumer dann hier, hör mal auf das Topic und gehe dann in so einen Poll-Loop, weil wir hatten ja irgendwie eben am Anfang gesehen, das ist ein Poll und kein Push und dann habe ich das irgendwie, start das, alles ist cool. Was kommt denn da in so einer Sekunde so? Kommt eine Nachricht dann rein? Hm? Dann kommt so in einer Sekunde kommt so eine Nachricht rein? Ah, nee, genau, das ist halt, deswegen irgendwie der For Each, das ist ganz gut. Der Hinweis, man bekommt halt immer eine Batch an Nachrichten. Das heißt, da gibt es so ein paar diverse Konfigurationssettings und im Endeffekt bekommt man halt irgendwie so, ich glaube per Default 8000 Nachrichten oder 512, ich weiß nicht, aber das lässt sich halt konfigurieren. Auf jeden Fall bekommt man halt relativ viele Nachrichten. Da muss man ein bisschen auf den Memory aufpassen. Aber im Endeffekt funktioniert das jetzt erstmal. Ich bekomme Nachrichten, der Happy Pass ist halt cool, ich bin glücklich, lege das zur Seite und irgendwie nach einer Woche merke ich halt, nehmen wir an, ich habe die Produkte konsumiert, da fehlen ein paar Produkte und Leute können irgendwie Sachen nicht kaufen und das liegt halt daran, in den Standard-Tutorials wird halt irgendwie der Aspekt des Offsets-Committing halt irgendwie relativ stiefmütterlich behandelt. Das heißt, der Konsument, nehmen wir mal irgendwie Printline, macht halt irgendwie ein bisschen was Komplexeres, als irgendwie auf die Konsole auszugeben, in einer Datenbank irgendwie oder mit einem anderen Service reden oder irgendwie Business-Logik machen. Da kommt jetzt irgendwie was an, was der halt nicht prozessieren kann. Irgendjemand hat kein JSON auf die Queue geschrieben oder eine Nachricht, die wir halt nicht serialisieren können. Was macht der Consumer? Fällt halt auf die Nase und prozessiert halt irgendwie die nächste Nachricht, wenn wir halt irgendwie Error Handling reingebaut haben. Das ist erstmal ganz cool. Das Problem ist aber, im Hintergrund läuft ein Autocommit. Das heißt, der sagt halt, hey, ich habe jetzt diese Batch hier gerade bekommen, die committe ich einfach mal ab und setze den Offset. Aber das hast du bestimmt eingestellt, oder? Genau, das ist halt irgendwo konfiguriert, aber es ist halt der Default, ne? Ach so, ist der Default, das ist ja nett. Das ist jetzt alles nicht so schlimm, weil irgendwie nach ein paar Stunden ausprobieren und so komme ich halt auf die Idee, okay, ich sollte halt auf jeden Fall Autocommit abschalten und ich sollte halt manuell committen. Wir haben dann irgendwie angefangen, relativ komplexen Kram zu bauen, also irgendwie mit jede Nachricht gezählt und die nochmal in eine Liste geschrieben, damit wir halt irgendwie schneller committen können aus Performancegründen. Das ist halt irgendwie nicht wert. Wir haben halt festgestellt nach einem Jahr, oh, die Implementierung ist auch kaputt, weil wir nicht bedacht haben, dass so ein Consumer kennt halt zwei Positionen. Er kennt halt einmal seine interne In-Memory-Position und er kennt die committete Position. Das heißt, wenn ich halt nochmal einen Poll mache, die Nachrichten aber nicht committed habe, bekomme ich halt irgendwie die alten Nachrichten nicht mehr. Und das ist ein bisschen blöd, weil irgendwie die Erwartungshaltung wäre halt in dem While-Loop, okay, ich committe nicht, weil ein Fehler passiert ist, dann gehe ich halt nochmal irgendwie an den Poll und sage halt, hey, ja, okay, gib mir die Nachrichten nochmal. Dann kommen halt nicht die Nachrichten nochmal, sondern ich bekomme halt irgendwie die nächste Batch. Wenn ich die dann wegpromitte, habe ich halt irgendwie meine Nachrichten verloren. Das heißt, wenn ihr irgendwie, und dann kommen wir eigentlich zu den irgendwie Fazit, wenn ihr irgendwie einen Consumer baut, stellt halt Autocommit auf jeden Fall ab. Also das ist halt extremst wichtig. Ihr solltet halt den Offset manuell setzen. Also ich persönlich bin inzwischen der Meinung, dass es halt gar nicht so eine coole Idee ist, den Offset irgendwie von Kafka managen zu lassen. Halt, ihr könnt den Offset halt total, das ist halt so ein irgendwie mein Pro-Trip vielleicht, in eurer Postgres-Datenbank speichern oder in eurer Anwendungsdatenbank, in eurer Microservice-Datenbank. Das hat halt den Vorteil, ihr könnt das transaktional irgendwie ablegen, also
und müsst halt nicht irgendwie, es gibt noch so ein paar Besonderheiten, dass Kafka per Default irgendwie die gespeicherten Offsets nach einem Tag wegschmeißt, wenn man die nicht warm hält, per Default. Das ändern die jetzt irgendwie auf 7 Tage, aber im Moment in der aktuellen Version, oder ich glaube in 2.0 haben die das gefixt, in 1.0 ist halt irgendwie noch so. Ja, 7 Tage Urlaub kann man ja auch schon mal machen, ne? Ja, ja. Oder aber halt am Wochenende schaltet der Sysop irgendwie den Service aus, weil er sich nicht nett verhält. Am Montag startet ihr den neuen und er fängt halt plötzlich an, die komplette Produktdatenbank irgendwie zu konsumieren. Ihr solltet halt überlegen, was macht ihr mit nicht prozessierbaren Nachrichten. Das ist halt immer ein großes Problem gewesen. Lege ich die jetzt irgendwie beiseite, überspringe ich die, baue ich mir eine, also hier irgendwie Integration Patterns, sagen halt, ja, okay, baut euch eine Death Message Queue. Mache ich das irgendwie, lege ich die dahin? Was mache ich halt irgendwie, wenn der das JSON nicht parsbar ist oder irgendwie ein Property fehlt, was ich halt brauche? Und wir haben halt irgendwie festgestellt, dass halt eine coole Idee ist, sich auf den Rücken zu legen und zu sagen, hey, ich kann jetzt nicht weitermachen, der ein Lämpchen rot machen in dem Service und irgendwie sobald halt der Nächste drauf schaut, wird das halt gefixt und die Nachricht halt irgendwie manuell nachprozessiert oder aber halt irgendwie das Problem wirklich gefixt. Du hast eine Frage. So schön gekoppelt. Was halt wichtig ist, dass man nicht irgendwie so den Default macht, weil dann fällt einem das halt im Zweifelsfall im Millisekunden Takt für die Nachricht wieder in den Konsumer rein. Das ist halt genau, also man, es gibt auch eine Möglichkeit irgendwie zurück zu seeken beim Poll. Also die Frage war halt, oder der Hinweis war halt, man soll halt nicht einfach einen Retry machen immer wieder, weil dann bekommt man halt die Nachricht immer wieder. Genau, und zwar sehr, sehr schnell. Was man da machen sollte, ist halt irgendwie eine Backoff-Strategie, also irgendwie Spring Retry-Template oder irgendwas und dann hingehen und sagen, hey, hol die Nachricht erst irgendwie nach 10 Sekunden wieder, dann irgendwie, irgendwie exponentielles Backoff und dann im Notfall muss da halt jemand drauf gucken. Kafka überflutet euch total mit Nachrichten. Wenn ihr halt hingeht und das habe ich ja mehrfach gesehen, irgendwie das erstmal in eine Queue ab, also in so eine Blocking Queue oder eine Worker Queue halt inboundet und sagt, hey, die arbeite ich nachher ab, die paar Nachrichten, ist das halt keine gute Idee, dann explodiert euch halt die JVM, weil dann kriegt ihr halt irgendwie 500 Megabyte an Daten und packt die noch in JSON-Objekte und dann sind halt der Gigabyte, den eure Microservice irgendwie einen Heap gibt, relativ schnell voll. Das ist ja kein Problem, dann startet Kubernetes einfach Container neu. Genau, mehrere Instanzen, dann starte ich den neu. Genau, Genau. Halt immer Bounded Queues nehmen, irgendwie Worker Queues machen, nur committen, wenn ihr die wirklich prozessiert, persistiert habt. Wir haben halt festgestellt, irgendwie ein Consumer Pro Thread, also viele von uns haben, oder einige haben halt irgendwie sowas gebaut wie, hey, ich nehme ganz schnell die Nachrichten an und dann habe ich einen großen Worker-Pool, das sind andere Services, die halt zum Prozessieren abholen, und dann halt damit weiterarbeiten. Genau, gutes Monitoring und halt, wir haben mehrere Downtimes irgendwie gehabt, weil... Eine Frage ist noch drin? Sorry. Ach so, sorry. Ich meine damit Java, Listen, Queues und so, sorry. Dann hat sich meine nächste Frage auch erledigt. Okay. Genau, also das bezieht sich halt auf, wenn du in der JVM bist oder sowas, solltest du halt irgendwie Snickers oder solltest du halt irgendwie nicht irgendwie eine Blocking Queue mit Integer Max oder sowas konfigurieren, das ist halt irgendwie problematisch. Und ein Killswitch für die Sysops haben wir irgendwie jetzt in relativ vielen Services. Wir haben halt das Problem, wenn jemand irgendwie das Orders-Topic oder sowas konsumiert, das ist halt riesengroß und damit mit Fullspeed gegen die Datenbank haut, dann macht er halt unsere Produktiv-Services kaputt und keiner kann mehr halt Artikel in den Warenkorb legen. Das ist uns halt ein paar Mal passiert, auch mit Produkten, irgendwie um 10 Uhr wurden halt die Produkte abgeladen. Und dann kam halt der neue Batch von den Produkten. Alle Services haben ganz schnell versucht, die Produkte zu konsumieren. Und das ist uns halt relativ lange um die Ohren geflogen. So, ich habe noch 10 Minuten, dann bin ich gut in der Zeit. Kommen wir nämlich zum Producer. Da will ich euch gar nicht irgendwie lange mit Slides nerven. Diesmal bin ich halt schlauer gewesen. Ich habe irgendwie die Java-Doc gelesen
Und die Javadoc sagt halt, hey, einen Producer und die Javadoc ist an der Stelle halt einigermaßen gut, konfiguriert man so, man muss halt XOR irgendwie sagen, das hatten wir irgendwie am Anfang gesehen, das bedeutet dann irgendwie alle Server, alle sogenannten Async-Replikas, also alle Replikas, die alle Nachrichten, die irgendwie auf dem Server sein sollen, schon bekommen haben und committed haben und acknowledged haben, haben halt die Nachricht bekommen. Das ist die offizielle Doku? Das ist die offizielle Doku, genau. Das ist ja safe. Das ist auf jeden Fall safe, genau. Die erklären ein bisschen, warum das vielleicht nicht so safe ist. Okay. Aber sie haben, glaube ich, auch keine richtigen Alternativen. Und dann kommen wir irgendwie auch gleich zum Compaction und so. Wir schauen das uns aber jetzt mal in der IDE an. Das heißt, wir haben halt irgendwie auf der rechten Seite einen Consumer, auf der linken Seite den, genau, oder umgekehrt, nein, genau, den Producer. Wir haben halt entsprechend konfiguriert. Wir haben irgendwie die Default-Settings hier irgendwie, dass der einen String-Serializer, einen String-Serializer für den Key und für den Value nimmt, irgendwie einen Kafka nimmt, der hier lokal läuft, soll halt irgendwie XORen. Ich habe halt einen Retry noch reinkonfiguriert, den kann man jetzt irgendwie größer setzen. Das heißt irgendwie ein Config-Objekt, ich habe hier einen Logger, damit man das irgendwie ein bisschen visualisiert, schlafe ich halt irgendwie 200 Millisekunden und schicke halt irgendwie eine Nachricht drüber. Was macht der Retry? Genau, der Retry würde halt, wenn irgendwie eine Message halt nicht submitted werden kann an den Kafka, würde halt versuchen, hey, die nochmal zu schicken. Das führt auf jeden Fall zu Reordering. Das heißt, wenn halt mehrere Messages an den Kafka-Broker irgendwie unterwegs sind, da gibt es ein Property Max Inflight Requests oder Batches. Das würde halt dazu führen, dass wenn der eine retryt, der andere nicht, dann überholen die sich gegenseitig. Das ist noch ein ganz nettes Problem. So, wir starten einfach mal den Producer und starten mal irgendwie den Consumer. Na, komm. Nein, einen Breakpoint wollte ich nicht machen. Genau, der Producer fängt jetzt irgendwie an und sagt halt hier, hey, ich schicke halt jetzt Nachrichten auf das Topic, um in der Terminologie zu bleiben. Und der macht das jetzt irgendwie mit 1000 Nachrichten, schläft halt ein bisschen. Also es ist ein relativ langsamer, genügsamer Producer. So, was wir so haben, sind halt, ich glaube, die schnellsten produzieren so 700 Nachrichten, 800 Nachrichten pro Minute im Ecom-Bereich. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, bei den Producern. Ja, gibt es verschiedene, aber so wir nähern uns den 1000. Aber okay. Halt parallel. Genau, jetzt haben wir irgendwie ein cooles Setup. Ich habe irgendwie einen Consumer, der kriegt halt die Nachrichten, den Producer, der bekommt die Nachrichten. Jetzt gehen wir ins Terminal und ziehen mal die Netzwerkkarte. Das ist halt irgendwie das, was irgendwie für mich relativ überraschend kam. Ich gehe halt irgendwie an den Docker-Container, sage halt hier, ich glaube, eintippen macht mehr Sinn. Ich kann irgendwie mit Docker Network Disconnect sagen, hey, zieh mal ein Netzwerkinterface. Und wir haben irgendwie diesen Kafka Lessons Learned Default Container. Da gebe ich noch die Container-ID ein, das ist die 4.1 irgendwas und zieh mal die Netzwerkkarte. So, jetzt würde ich halt irgendwie erwarten, der Producer produziert halt weiter und merkt halt, oh, Netzwerk ist nicht da, da muss ich die irgendwie zurückhalten, die Nachrichten, und die nochmal irgendwie produzieren. Der Consumer hat halt irgendwie, wie erwartet, die Connection irgendwie verloren, sagt halt hier irgendwie, der letzte Record ist irgendwie 412, den ich bekommen habe, und hier sagt er dann, Connection to Node, bla bla bla, fehlt. Wir merken uns mal, also 412 haben wir bekommen, der Producer läuft halt weiter, sagt halt, hey, ich habe Produce, der Producer-Code, genau, macht halt einen Record, sendet den. Der speichert die sich lokal, bis er sie publizieren kann. So, jetzt muss ich schnell sein, weil, wenn ich nicht schnell genug bin, timet mein Consumer aus. Und also Consumer haben halt so eine Lifetime, und wenn die halt austimen, dann werden die Partitionen rebalanced, das halt irgendwie, um festzustellen, hey, ein Consumer ist tot und der macht jetzt nichts mehr, ist halt so ein ganz klassisches Session-Management drin. Deswegen muss man auch manchmal Poll aufrufen. Das heißt, wenn wir hier in so einem Poll-Loop halt relativ viel Arbeit macht, dann kann es halt sein, dass irgendwie der
Server denkt, ihr seid tot, die Session ist abgelaufen und dann verteilt er die Arbeit halt nochmal neu und das ist halt nicht so cool, wenn man halt exactly once Semantik haben möchte, wenn man halt at most once, also hier, at least once haben will, ist das halt okay, darauf sollte man halt eigentlich optimieren. Wir sehen jetzt irgendwie so die letzten Nachrichten, das heißt, irgendwie das Timing war ganz gut, der Producer sendet halt jetzt weiter, hat halt irgendwie den Server wieder gefunden, alles ist cool. Das ist halt bei uns leider relativ häufig in der Hosted Environment irgendwie ein Problem, dass wir halt, warum auch immer, weil irgendeine Firewall beschlossen hat, flaky zu sein, dass wir halt den Broker halt mal zufällig nicht sehen für 30 Sekunden. Ich glaube, das ist gerade gefixt worden, da hier die Kollegen von denen. Okay, was passiert? Irgendwie 412 haben wir irgendwie aufgehört. Der hat irgendwie, der Consumer irgendwie die Verbindung verloren. Und jetzt geht er weiter und sagt halt, oh, okay, ups. Die nächste Nachricht, die wir bekommen, ist halt 613. Das heißt, ich habe halt gute 200 Nachrichten einfach verloren, die halt wo auch immer sind. Also die sind irgendwie im Nichts gelandet. Genau, und das ist halt auch irgendwie das, was ihr machen solltet, wenn ihr einen Kafka-Producer baut. Das ist gar nicht so trivial. Die Nachrichten, die lagen jetzt gar nicht auf dem Topic oder hat nur der Consumer sie nicht bekommen? Ne, die lagen gar nicht auf dem Topic. Oh, das ist sorry. Genau, weil der Consumer würde halt einfach an der Position weitermachen, weil ich ja halt keinen Offset committed hatte, irgendwie, an dem er halt die letzte Nachricht bekommen hat, hat halt die Verbindung wieder aufgebaut, hat gesagt, hier, ich war an dieser Position, bitte gib mir die nachfolgenden Nachrichten. Okay, was bedeutet das für mich das jetzt als Entwickler? Wichtig ist halt irgendwie X-All das reicht halt noch nicht, weil irgendwie in den ganzen Confluent-Tutorials wird halt noch lustigerweise gesagt, hey, wenn ihr einen coolen, schnellen Cluster haben wollt, stellt mal Unclean-Needle-Election auf True. Das bedeutet halt, auch wenn Herr Master, der Replika halt nicht aktuell ist, darf so eine Replika als Master selektiert werden. Und das hat halt den Hintergrund, sie möchten halt, der Punkt wird halt vom CAP-Theorem auf die Verfügbarkeit gesetzt und wenn die halt verfügbar sein wollen, können sie halt nicht warten darauf, dass irgendwie beide oder der Leader wieder aktiv wird oder irgendwie genug Server den aktuellen Stand haben. Deswegen ist unser Tipp irgendwie, setzt die Async-Replikas mindestens auf 2, also dass 2 Server irgendwie eure Nachricht gesehen haben und die Replikation mindestens auf 3, sodass halt 3 Server irgendwie theoretisch diese Nachricht bekommen haben. Ihr könnt die Replikation halt höher setzen, erhöht halt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie 2 irgendwie den aktuellen Stand haben. Wenn ihr Retries aktiviert, führt das immer zu Reordering. In Edge Cases, wenn irgendwie mehrere Nachrichten in Flight sind, also dieses Max in Flight Request per Connection, dann würden sich Nachrichten oder so Batches halt überholen können und das wäre halt blöd. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt irgendwie zurückgehen zu Holgers Compaction-Information, Kafka weiß halt nichts von Versionen, sondern Kafka weiß halt nur, er kennt halt nur Keys und Values und in die Values kann er nicht reingucken und also compactet der auf die Keys. Und wenn ihr die Reihenfolge jetzt ändert und beispielsweise das Produkt Delete zufällig irgendwie vor dem Produkt Create ankommt, weil irgendwie in-flight reordered worden ist, hättet ihr das Produkt halt plötzlich wieder im Shop und könntet es kaufen. Und die Kunden wundern sich, warum der Warenkorb immer sagt, hey, das Produkt gibt's nicht mehr, das Produkt gibt's nicht mehr, du kannst das nicht kaufen. Vielleicht kommt meine Milch auch an die alte Adresse. Genau. Schlecht. Genau. Irgendwie ab Version, wenn ihr halt glücklich seid, Version 1.0 von Kafka benutzt, gibt's halt einen Flag, irgendwie um Ideenpotenz halt anzuschalten. Das haben die halt eingeführt mit at exactly once Semantik. Das bedeutet halt, die fragen halt irgendwie beim Server ab, hier, gib mir bitte 5 IDs, mit denen ich dir Nachrichten schicken kann beim Broker. Und der Broker sagt dann halt, hier hast du 5 IDs.
Und dann schickt er halt, verwendet er die IDs, um Nachrichten zu schicken. Und dann sagt der Broker halt, ja, cool, danke. Hier sind die nächsten 5 IDs. Oder aber, hey, du hast mir keine Nachrichten geschickt oder schickst mir die gleichen IDs halt nochmal. Was soll das? Und das ist die Empfehlung von den Kafka-Leuten. Wenn sowas passiert, wenn ihr so eine Exception bekommt, ja, dann ist der Producer kaputt. Dann müsst ihr per Consumer fragen, hey, was sind denn die letzten Nachrichten, die du bekommen hast? Und dann den Producer nochmal neu an dem Offset, die Nachrichten produzieren. Ich habe ein Ende gesehen. Du hast ein Ende gesehen? Ich habe ein Ende gesehen. Ja. Dann, genau, noch kurz irgendwie das Fazit. Also wir produzieren halt oder legen die Nachrichten halt irgendwie in unserer Persistenz irgendwie in dem Microservice ab. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen irritiert mit dem Ende. Oh Gott. Gehen halt hin und speichern die halt einfach, bevor wir die transmitten. Wir haben dann irgendwie einen Worker, der das Transmit übernimmt und dann irgendwie sagt, hey, du bist verschickt. So kriegen wir halt irgendwie die Order hin. Es kommt aber ganz krass drauf an, was ihr irgendwie macht. Also hier dem Holger ist das wahrscheinlich egal, weil das sind Clickstreams und wenn da Nachrichten verloren gehen, nicht so schlimm. Dann kriegen wir halt nicht mit, dass der irgendwie einmal Add to Cart gedruckt hat. Wenn ihr aber halt irgendwas seid wie Customer Crate, dann wäre es halt irgendwie total fatal, wenn das halt nicht ankommt. Correct. Depends, schaltet die Retries ab, macht die Retries selber, irgendwie XOR auf jeden Fall anschalten. Enable Idempotenz finde ich schwierig. Also ich glaube eher, die Consumer sollten halt mit mehrfachen Nachrichten halt umkommen können mit dem Problem mit Compaction. Damit bin ich durch. Und, hört man mich noch? Ja. Hört man mich noch? Kann man mich noch hören? Ja, ein bisschen. Okay. Habt ihr noch Fragen? Wir haben noch ein bisschen Essen da. Ja? Genau. Ja. Also die Frage ist halt, ob Kafka Connect unser Problem halt lösen könnte. Also Kafka Connect ist halt ein Produkt von Confluent, was irgendwie so eine ETL-API, würde ich mal sagen, irgendwie bereitstellt. Wir haben das in Produktion im Einsatz, genau, Kafka Connect. Bei manchen Services passt das halt. Es ist bei uns, weil wir halt autonom sind, den Teams überlassen, was die halt einsetzen. Und viele setzen halt dann oder schreiben lieber halt, weil es erstmal einfach wirkt, irgendwie ein kleines Stück Code für einen Producer, um dann vielleicht danach irgendwie die Probleme zu haben. Ich glaube halt, Kafka Connect ist halt dann auch nicht für jeden Use Case halt für uns geeignet. Also haben wir uns halt angeguckt, aber teilweise im Einsatz, teilweise, glaube ich, sehr stark customized. Ja? In dem Zusammenhang, ihr habt jetzt hier erstmal so das Standard-API vorgestellt. Genau. Wir nehmen Spring Kafka. Nein, ich brauche nicht. Nee, ich... wir nehmen Spring Kafka, das sind ja so eure Erfahrungen da. Wobei ich sage, ich benutze das erstmal so, dass der Box ist zu. Ja. Wir verwenden halt auch Spring Kafka. Ich habe nur irgendwie die direkten APIs gezeigt. Spring Kafka hat halt irgendwie ganz viel Magic wie Retry-Templates oder sowas schon eingebaut. Das abstrahiert das halt ein bisschen, aber die Wahrheit liegt halt trotzdem drunter. Sie benutzen halt die Kafka-API und da muss man halt schon irgendwie dann reinschauen, was die halt wirklich machen. Okay. Ich glaube, wir stoppen dann. Wir können noch? Letzte Frage. Habt ihr das schon mal im Einsatz gehabt und wie sehen da eure Erfahrungen aus? Also wir haben auf einem Topic, glaube ich, LZH aktiv oder LZ4? Ja. Ich glaube LZ4. Genau, also wir und ihr habt, glaube ich, auch irgendwie Komprimierung an. Ich kann da vom Betrieb her irgendwie keine Aussagen zu treffen. Ich benutze es halt als, also konkret halt für mein Topic, was ich halt betreibe, das Basket-Topic. Das ist halt komprimiert, weil wir irgendwie gesehen haben, wenn ich das nicht komprimiere, wird das relativ heftig und wir können erstmal nicht irgendwie die Storage-Zusagen irgendwie, die wir bekommen haben, halt einhalten und deswegen haben wir es komprimiert. Ich sehe da jetzt irgendwie relativ wenig irgendwie
Probleme oder Nachteile im Vergleich irgendwie zu einem nicht komprimierten Topic. Ist mir noch nichts aufgefallen. Die Frage ist eigentlich mehr so in Richtung, hat sich dann vorbezogen. Okay. Ja, wir, also ich schicke halt irgendwie 700 Nachrichten die Minute ab. Das ist halt, genau, also so irgendwie 1,5 am Tag oder so, 1,5 Millionen am Tag, das ist halt machbar. Also ja. Da langweilt sich die CPU. Bisher keine Limitierung gewesen. Okay, cool. Ja, danke fürs Zuhören. Ja, das war schön. Dank.